Oh, herzlich willkommen quasi zurück nach einer gewissen Zeit. Da habe ich gespeichert. Wollen noch mal sehen, wie sich das jetzt hier so verhält. Jetzt dann mit Shadowplay aufgenommen. Verdammte Hölle! Ziehen die mich ja runter. Ich habe schon lange keine Ego-Shooter mehr gespielt, insofern, ja, bin ich natürlich ziemlich am Arsch. Aber gut. Mal schauen hier. Oh Mann, ja, ich meine mich zu erinnern. Hier geht, glaube ich, gleich richtig die Post ab, ne? Wenn ich dabei richtig liege. Hab jetzt auch keine Ahnung, mit welcher Taste ich das automatische Speichern mache, aber das finden wir hoffentlich raus. Kampf. Bop, 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 bop. Tja, aber doch nicht. Junge, Junge, Junge. Irgendwie ging das doch. Kampf. Hilft wohl nur ausprobieren. F5, okay. So. Oh, verdammt. Ah, ja, und dann kommen sie natürlich von hinten. Ach, Schitte. Autospeichern war es das? Jack Lupinos Suite befand sich im obersten Stock. Nee, eher nicht. Eher schnell speichern, ne? Ja. Okay. Von da kommt ihr. Schön draufgehalten hier. Ha! Ruhe im Karton hier. So sieht's aus hier. Ah, genau. Letzte Folge war ja gewesen, eigentlich, wie man den Dicken richtig killt. Ja, das war dann jetzt wohl, wie man irgendwann nach einer Zeit weiterspielen richtig verkackt. Eben gerade. Naja. Ich glaube, wir müssen das Knöpfchen drücken, ne? Kann das sein? Das war's wohl. Umdrehen, weggehen und die ganze Stadt in die Luft jagen, das wäre das absolut Beste gewesen. Schätze, so schlau war ich nicht. Lupinos Mietshäuser waren ein schäbiger Sammelplatz für alle Spielarten des Elends. Ein Schnapsladen, ein Pfandleiher, ein Waschsalon, voll mit Buchmachern und Krediten. Und das war noch lange nicht alles. Es war für mich ein Rätsel, dass sie wussten, dass ich entkommen war. Sie wussten, dass ich kommen würde. Und deshalb hatten sie alle nervöse Zeichen. Plötzlich war Lupinos Aufenthaltsort hell erleuchtet. Eine Bombe ging in die Luft.
verwandelte den Schnee in flüssiges Gold. Die Feuersäule schleuderte die Überreste eines Autos in die Luft. Die Flammen wurden von der Motorhaube eines schwarzen Mercedes reflektiert, der die Straße entlang fuhr. Unendlich langsam, als hätte der Fahrer alle Zeit der Welt. Ich konnte den Beifahrer genau erkennen. Es war Wladimir, der Kopf der hiesigen Russenmafia, die Fliege in Don Punchinellos Suppe. Das Klingeln im Ohr war das Geräusch eines ausgewachsenen Mafiakrieges. Überhaupt nicht übertrieben? Nein. Eine weitere Bombe explodierte in der Bruchbude nebenan. Eine glückliche Atemphase. Die Gestalten drinnen waren zerstört, aber das Glück kommt niemals mal aus. Drinnen konnten noch weiter. Die Cops waren sicher schon auf dem Weg. Jack Lopinos Suite befand sich im obersten Stock. Zumindest war sie dort vor der Explosion. Ja, ich speichere an dieser Stelle erstmal und guck mal, wie sich das dann jetzt alles so verhält, auch mikrofontechnisch, dass die Lautstärke nicht zu viel und zu wenig ist. Ja.